und das Gummiboot rüber. Weil das ja eine, so ein, ja, die um die 40 hätte ich ja gar nicht rumgehen können. Immer noch aufregend. Klicke in der vorgegebenen Reihenfolge auf die Teile, ja. Was? Ach so, also, okay. Ich verstehe. Wir spielen, wie auch immer dieses Ding heißt, 2-1-4. War ich schon immer unschlagbar drin. Unschlagbar natürlich eine schamlose Übertreibung ist. 2-1-4-5-3. Danke. Was ist unter der gesprungenen Fliese? Welche gesprungen? Achso, unter der. Der Sechseckschlüssel, Sechskantschlüssel, oder was weiß ich. Das. Nee, du warst es nicht. Da oben. Ihr wart es. Ihr seid es. Jetzt kommen wir auf den Dachboden. Es fehlen nur noch 3 Areale. Nachdem ihr noch 2. Ah, das ist ja fantastisch. Feuerzeug, sehr gut, kann ich Sachen anzünden mit. Bin ich persönlich immer gut dabei. Was soll denn hier? Ein Teil des Nachthimmels. Ja, eine Linse. Steht für den Mond. Sortiere die Teile der Linse. Achso. Der dahin, der da und das ist easy. Und los. Ich weiß nicht, warum man sich die momentane Lage des Mondes irgendwie abzeichnen muss, aber hey. Wer bin ich denn, das zu beurteilen? Weil das irgendwie wichtig hier wird es ja heißen. Ich 10 Minuten später und alles im Eimer, ne? Sag ich mal so. Was ist hier? Ich repariere die Halskette für die Fotos von Mädchen. Okay. Ich muss alle Hinweise einsammeln. Okay, also hier ist das große Finale dann quasi. Das Beste dieses Jahr mit dem Besten von damals. Schubladen. Wie soll ich die Schubladen genau untersuchen? Ich kann sie anzünden. Anzünden ist immer eine Lösung. Kinder merkt es euch. Oder so. Was ein Brett. Wo ist der Drachenflügel? In Narnia? Keine Ahnung. Gab es in Narnia überhaupt Drachen? Zu lange her schon, dass ich einen Film gesehen habe. Mit einem Sack. Davon rede ich, ne? Hier ist mal Männerarbeit gefragt. Lässt sich der rechte Teil vorsehen. Alles klar. Mit einem Sack, den ich momentan in gewisser Weise nicht habe, sagen wir mal so, ne? Ich frage mich, was für Shows sie hier gezeigt haben. Ja, bestimmt schmutzige Shows, so. Porno-Puppentheater. Heute hat Peter ein Puppenspiel für Mrs. Brown und uns aufgeführt. Es war eine Geschichte über eine Prinzessin und einen Prinz und gar nicht mal so schlecht. Dann allerdings vergaß er eine Zeile in der Mitte des Stücks, wurde sehr wütend. Seine Augen richteten sich blutunterlaufen auf die Zuschauer und ich bekam ein wenig Angst. Peter warf die Puppen von der Bühne und dann lief er weinend weg, ja. Überreaktion. Fragezeichen. Die anderen Mädchen und ich lachten ihn aus. Wir hatten keine Angst vor ihm. Er ist ja kleiner als wir. Aber ich schätze, jetzt wird er uns noch mehr hassen. Und wir werden unsere Staffel von Mrs. Brown bekommen. Ja. Andere auslachen. Also generell schon, aber vor allem mit dem Wissen, dass es danach auch die Fresse gibt, ne? Von einem Erwachsenen. Nicht so intelligent. Na, wer bin ich, euch Gören zu verurteilen? Beurteilen? Ne, euch beides. Das hat keinen Sinn, ja. Generell, dieses ganze Spiel hat keinen Sinn. Ich brauche ein Sieb. Was willst du denn machen? Was willst du? Ein Sieb für was? Puppe ist festgebunden, ich sollte hier runter. Ach so. Nach der Reihenfolge nach, so, ja. Prinzen, jetzt kann ich Puppentheater spielen. Aber kann ich eigentlich nicht. Weil mir noch der Sack fehlt.
Muss man auch drüber lachen können, finde ich. Also, so. Hauptsache mir gefällt es, ne? Puppentheater. Wie soll ich noch irgendwas... Ach, da! Der Spielzimmerschlüssel. Ja. Ich bin hobbymäßig... Ich mache Synchronsprecher für Motorräder. Was mich meine, fragt. Wir sind es leid, wie Lizzo Brown uns misshandelt. Misshandelt, also jetzt mal runterfahren. Ist ja. Sie macht das die ganze Zeit weinen. Ja, zu Recht! Ihr seid ja alle. Mann, gehen wir auf den Sack. Und Peter erzählt andauernd Lügen über uns. Die Erzählung Pi sagt uns, wo es nur geht. Und schöner Zeilenumbruch, lässt uns keine Zeit zum Verschnaufen. Heute haben wir Rache genommen, aber Zeilenumbruch, jetzt bereuen wir, was wir getan. Zeilenumbruch haben Jessica. Zeilenumbruch. Hat einmal ein Gespräch zwischen der Erzieherin und Jane Stock, unserer Ärztin, belauscht. Mrs. Brown sagte, dass sie nicht schwimmen kann und in Panik gerät, wenn ihr Kopf komplett unter Wasser. Mrs. Brown kann also nicht schwimmen. Es kam die Idee, Mrs. Brown über Bord zu werfen, wenn sie sich in ihrem Boot auf dem See befindet. Das ist ja alles Mörder hier, also Wahnsinn. Ihr seid doch alle komplett krank einfach nur. Das kann man auch einfacher lösen, so. Diese Noten sind übrigens falsch beschriftet. Das hier ist kein B, das ist ein H. Das ist ein H. Das hier ist ein B. Das ist schwarz da oben. C, D, E, F, G, H, C. So. Was soll man spielen? Freunde, das wird keine schöne Melodie, sag ich mal, ne? Aber gut. Dann kommt wieder ein B, E, G. D, B, G. Weiß nicht, was? Ja, hier A. Mach ich doch. G, B. Das. Ach, das ist ein F. Ach so. B, B, G. Nochmal, spiel's nochmal, spiel's nochmal. Kann ich mit diesen Noten irgendwas, krieg ich irgendwas schnell hingespielt, warte. Das klingt nicht nach DCC-Musik. Irgendwas stimmt hier nicht. Oder doch? Das klingt irgendwie komisch gepitcht. Ist ja auch scheißegal. Ich wollte eigentlich Yesterday von den Beatles spielen, aber das reichen einerseits die Tasten nicht. Andererseits ist eigentlich auch egal. So, jetzt Pedal. Mit dem Pedal kann ich in die Krankenstation. Einmal den Dingens hier nochmal drauf. Ist alles sehr alt und verlassen. Ja, damit kriege ich das Skalpell. Mit dem Skalpell kann ich jemanden aufschneiden. Oder ich mache was anderes damit. Ich weiß auch nicht. Hier muss die Bretter entfernen. Natürlich musst du das. Ne? Vielleicht mit diesem Hammer, den du schon weggeschmissen hast. Oder buchstäblich allem, was du jemals hättest verwenden können bei irgendwas. Spielplatz. Federn. Was kann ich mit den Federn? Lieber Finale. Hier brauchte ich irgendwann. Wie brauche ich den ganzen Scheiß? Den gibt's ja gar nicht. Stuhl. Liebes Spiel, was willst du mir erzählen? Bretter. Okay, alles klar. Mit dem Skalpell natürlich. Ich bin nicht sicher, wie gut das in echt funktionieren würde. Revolver, ja, das ist doch mal relevant. So. Meine Mutter ist wegen dieser dummen Mädchen ertrunken. Das war alles ihre Schuld. Also so dumm waren die ja nicht. Die waren schon, haben das gefickt eingeschädelt. Oder so. Ja. Ich habe es mit eigenen Augen angesehen. Ich werde jeder einzelne von ihnen
mit jeder einzelnen abrechnen. Ja, das ist doch mal gut. Wenn ich erst groß bin, werden sie bezahlen. Ich werde mich an allen rächen. Ich werde verschwinden und mich vor ihnen verstecken. Sie werden mich irgendwann vergessen, aber ich werde diesen Tag nie vergessen. Vergessen, vergessen. Ja, Peter, wer ist mal öfter in Deutschunterricht gegangen? 3 Punkte Abzug wegen Wortwiederholung. Ich werde nach ihnen suchen und sie mir schnappen, wenn sie es am wenigsten erwarten. Ich werde mir jedes einzelne der Mädchen holen, die meine Mutter getötet haben. War es übertrieben? Ich glaube, es war ein bisschen dick aufgetragen. Aber das ist okay. Federn, Drachenflügel. Federn als Flügel, das ist Interpretationssache, Freunde. Kann man doch mal machen. Na, wie willst du denn sonst das Ding? Schieß das Ding auf. Was weiß ich. Okay. Ist ganz interessant, so Holz, also relativ grobes Holz auf der Metalloberfläche, hat anscheinend einen sehr geringen Reibungskoeffizient. Das sah so aus, als wird, keine Ahnung, es wird irgendwas Metallisches, also auf Öl gleiten. So sah das aus. Und die Geschwindigkeit bräuchte man, um diese anscheinend robuste Holzkiste zu zerbrechen. Holz auf Metall allerdings nimmt relativ wenig Geschwindigkeit auf. Also entweder, es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder die Rutsche ist länger, als es dargestellt wird. So falscher Maßstab. Oder die Kiste war schon relativ instabil. Dann hätte ich sie auch mit der Hand einfach so Handkantenschlag aufschlagen können. Nummer 3. Das Spiel will mich triggern. Trigger ist auch so ein Unwort, aber irgendwie ja schon. Genauso fühle ich mich. Sicherheitsnadel. Wo ist denn die? Ich weiß, wie sie aussieht. Da ist sie. Fläschchen. Naja. Eine Wetterfahne. 2 Wetterfahnen. So, ach, hier kann ich auch noch einen, hab ich vergessen. Ein Wigwam in der Zimmermitte. Ja, endlich, da ist das Auge. Und da ist das Feuerzeug. Wir sind so nah am Ende, ich kann es fühlen. Ich bin so glücklich. Ich kann es nicht beschreiben. Ich sollte mir das näher einsehen. Aha. Ich muss sie reparieren, wenn ich das ganze Bild sehen will. Richtig? Hand und dann so glatt oder nur so zeitweise nach oben halten, dass man es sieht. Ich sag ja nur Ammoniak. Also ein bisschen ausleuchten, jawohl, hallo. Einige der Fehler entfehlen, aber da bin ich doch schon wieder 800 Schritte voraus, Freunde. Als Molimor, die gibt's ja auch noch, die Geschichte. Die Höhle gefunden hatte, sah eine schöne edelsteinbesetzte Halskette auf einem Sockel liegen. Die Wände der Höhle waren mit Bildern bedeckt, die alle Schritte des Rituals der Auferstehung zeigten. Um einen Toten wieder zum Leben erwecken, mussten wir zuerst 10 Menschen opfern. Ich sag mal so. Ist ein schlechtes Verhältnis, denn mal angenommen, man würde das machen, ne? So einer sagt, also es gibt einen Toten und einen Lebendigen. Der Lebendige bringt 10 um, dann wird der Tote wieder zum Leben erweckt, ne? Also vorher waren es 11-1 und danach sind es 2-10. Jetzt gehen wir davon aus, von jedem von diesen 10 gibt es einen Angehörigen, der das machen will. Also auch macht. Und danach gibt es 100 andere, also 100 Tote. Die 10 werden wieder zum Leben erweckt. Und da muss man schon rechnen, ne? Also 122-100 war vorher 10-112. Ne, 112-10. Man merkt schon, wenn man das immer so weitermacht, kriegt man vielleicht ein Problem. Was so die Gesamtbevölkerungszahl angeht, sag ich mal. Das war genau die Anzahl der Krieger, die Winona getötet hat. Ach so. Kette um den Hals einer Person zu legen. Ja, Alter.
Also Kette um 10, dann wird die Seele ausgesaugt, Kette um den Toten und dann lebt er wieder. Es wäre für ihn, das wäre aus einem Albtraum aufgewacht. Person kann nur einmal wiederbelebt werden. Oh, das ist wichtig. Okay. Also wer einmal drauf geht, das Ende. Da könnte man ein schönes mathematisches Spiel draus machen. Ich habe so, ich habe eine Grundmenge an Leuten, so X, keine Ahnung, ich fange an mit 20 Leuten. Wie viele ist das Minimum, können übrig bleiben? Unter der Bedingung, dass ich nicht sinnlos töten darf. Also ich kann nicht einfach sagen, ah, den mag ich nicht, bringe ich um. Sondern es muss für den, müssen immer 10er-Gruppen getötet werden. Ist eigentlich interessant, weil ich mit 20, also ich fange ab, einen Toten und x Lebendige, so, ne? Damit 20. Das ist interessant, das mache ich jetzt. Wem es nicht gefällt, der kann sich verpissen. Der kann vorspulen. Habe ich die Zeit? Ja, Zeit nehme ich mir. Ich glaube, ich nenne es das Spiel des Todes. Da geht der, oh ja, oh, das, Freunde, das wird ja richtig episch und am Ende ist es einfach nur ein Gedankenspiel. So, 20. Ich sag, keine Ahnung. Also 20, dann kommt. Einer bringt 10 und bleiben 10 übrig. Aber der eine wird wiederbelebt, kann aber nicht wieder sterben. So, dann haben wir 11. Jetzt muss aber der, den ich wiederbelebt habe. Der. Moment. Achso, nee, ist egal. Irgendeiner bringt. Moment, also dann habe ich 11. Dann bleibt einer. Lebt ein von denen wieder, dann haben wir 2. Und 2 ist Endstation. Ne? Also aus 20-1 kann ich maximal. Kann ich im. Mörderischsten Fall kann ich 2 übrig lassen. Das war mal ein schönes Spiel. Ich rufe gleich mal Hasbro an, dass sie mein Spiel verliert. Das Spiel des Todes. Oh, genial. Okay. So. Als Molimo die Höhle gewundert hatte, eine schöne Edelstein-Entschuldigung besetzte Halskette auf einem Sockel liegen. Die Wände der Höhle waren mit Bildern. Ah, das habe ich doch schon. Warum lese ich das nochmal? Ich bin ja auch ein Bob. Derjenige, der das Ritual durchgeführt hat, aha, kann nie selbst wiederbelebt werden. Er hat seine Wahl getroffen und sich entschieden, andere Personen zum Leben zu wecken. Noch eine Regel, jawohl. Das ist wie eine Spieleanleitung. Das gibt's ja gar nicht. Also liebe Leute von Hope Lake, schreibt mir eine Mail, ob wir ein Spiel zusammen rausbringen wollen. Das ist schon, oder wenigstens so ein Paper drüber schreiben oder so. Ne? Ist ja nichts. Ist die Antwort dann immer noch 2? Derjenige, der das Ritual durchgeführt hat, kann nie selbst wiederbelebt werden. Ja, ja, geht trotzdem. Ja, alles gut. Ganz easy. Super. Ja, das hat doch mal Spaß gemacht zum Nachdenken. Ich kann auch weiterlesen übrigens, mir aufgefallen. Nee. Doch? Nee. Nee, okay. Vergiss es. Alles gut. So, jetzt haben wir eine Kurbel. Ich habe lauter Spiel des Todes schon lang vergessen, was ich machen muss. Spiel des Lebens, langweilig. Spiel des Todes. Kurbel! Jetzt kann ich zum Boot endlich. Ja, diese Cutscene war wichtig. Wer bist du denn eigentlich, Lady? Emily Lynch. Also, ich muss ihr helfen. Nö, ich muss eigentlich erstmal gar nicht. Mach's trotzdem. Und zack, Hand ab. Ein Pissrätsel, da hab ich den Buch drauf. Emily, gib mir einen Kuss, Baby. Ach, ich bin eine Frau. Nö, ist ja 2017, ist egal. Etwas Ammoniak hab ich doch dabei. Aber sie ist tot. Oh ne, sie ist nicht. I'm so grateful you found me. Gerne. I was going to die in here. I knew he was going to come after us. Sie bewegt ihre Lippen, aber es kam nichts raus. Achso. Mir ist es so, wenn ihr euren Fehler eingesehen habt, ich helfe euch. Aber wenn nicht, dann helfe ich ihm. Entschuldigung. Das macht so Spaß.
Es macht so Spaß, den klischeehaft überzeichneten Wahnsinnigen zu spielen. Vielleicht soll ich Schauspieler werden. Einfach nur, weil ich einfach halt so, weil ich kann. Aber deswegen. Was ist jetzt los? Was? Isa, wo? Herunterzulassen, ja. Witzbold. Es fehlt was auf dem Dach. Was übersehe ich jetzt schon wieder? Was ist los? Es fehlt also ein Dachstück scheinbar. Pff, alles klar. Von mir aus nicht mal ein Problem. Ablage hätte ich nicht gefunden. Da komme ich nicht rein. Hier ist ein Adlerschlüssel, den ich nicht habe, mal wieder. Ablage. Hm. So, also irgendwas ist hier. Es fehlt was auf dem Dach. Ich könnte nicht für beide Sachen den gleichen Dialog haben, das geht nicht. Können die machen, Freunde.